Inspektor Hastings, könnten Sie bitte zusammenfassen, was Sie bisher herausgefunden haben? Ehrlich gesagt gar nicht mal so viel. Aber davon eine Menge. Letzte Nacht war hier ein Bobby auf Streife, der bestätigen konnte, dass um 23.50 Uhr noch alles in Ordnung war. Erst gegen 6 Uhr heute Morgen meldete sich dann ein schockierter Anwohner, der zufällig zur Uhr geschaut hatte. Wir gingen diesen Berichten unverzüglich nach und sie stellten sich als wahr heraus. Der Stundenzeiger war tatsächlich verschwunden. Sieht man ja wohl! Also war es 10 nach... 10 vor. Also, ich würde sagen 10 vor 12. Dazu. Nach. Nee, nach ist ja immer... Also es klingt eher wie dahinter. Ja, aber vor ist das Zeiger vor... gegangen ist. Das kenne ich nicht, dass der Zeiger dann 10 Minuten vor dieser... Ja. Sagen wir doch einfach um 23.50 Uhr. Okay. 23.50 Uhr, gestern Nacht war die Uhr noch in Ordnung. Aber um 6 Uhr heute Morgen fehlte der Zeiger. Die Tat muss also innerhalb eines Zeitfensters von etwa 6 Stunden begangen worden sein. So stellt sich das für uns derzeit dar, ja. Und gab es denn niemand anderen, der in diesen 6 Stunden zum Uhrturm hochgeschaut hat? Dem gehen wir gerade noch nach. Einige Beamte befragen die Anwohner, ob sie etwas gesehen haben. Es muss doch wen geben, der in all dieser Zeit auf die Uhr geschaut hat. Wenn wir eine Tür nach der anderen abklappern würden, würden wir auch bestimmt ein paar Augenzeugen finden. Doch dafür haben wir einfach nicht genügend Zeit. Sie meinen also, wir müssen uns mit dem begnügen, was wir bereits wissen? Ganz genau. Und dieser Zeiger ist gewaltig groß. Es dürfte eine ganze Weile gedauert haben, sich mit ihm aus dem Staub zu machen. So viel steht fest. 6 Stunden. Ah, dein Stylus. Ja, aber ich habe ihn noch. Moment mal, ist das, wenn ich... Was ist, wenn ich... Ah, mein Stylus. Und ich hab's heute gelöst. Och komm, das ist doch kein Rätsel. Ja, ich flicke Tenukas Herz wieder ganz flink zusammen. Da steckt ja ein L in dem Wort. Hä? Ja, das auch, aber... So, 6 Stunden Zeitfenster. Ja, ja, schön, schön. Laut deiner, im Lauf deiner Ermittlung wirst du wichtige Informationen finden, aus denen du Hinweise... In jedem Fall gibt es 6 Hinweise zu entdecken. Hast du sie alle gefunden, kannst du den Fall lösen. Manchmal erhältst du Hinweise durch scheinbar unwichtige Aussagen. Kannst du ein stimmiges Gesamtbild erstellen? Öffne Kitwills Tasche, um alle bisher gesammelten Hinweise und die dazugehörige Akte anzusehen. Wenn du den Faden in einem Fall verlierst, hilft dir die Akte dabei, dein Gedächtnis wieder aufzufrischen. Okay. La 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 la. Zeitfenster von ungefähr 6 Stunden. Jojo. Ist klar. Dann mal wieder zurück. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, den du hast. Ab jetzt findest du die Akten zu den Fällen in Cats Tasche. Akten zur Tasche hinzugefügt. Blip. Ah, endlich ermitteln wir in einem Fall. Wie fangen wir an, Miss? Am besten gleich. Zuerst befragen wir Passanten, Ernest. Meine Güte, das klingt ja nach richtiger Detektivarbeit. Mal sehen, ob hier jemandem aufgefallen ist, was mit dem Urteil nicht stimmt. Und ob sie vielleicht brauchbare Informationen für uns haben. Hier gibt es aber eine Menge Passanten, was? Woher wissen wir denn, wen wir fragen sollen? Je mehr wir fragen, desto besser. Also ran an den Speck. Speck. Kann man als nächstes an mehr als nur einen Ort ermitteln, werden im Ermittlungsmodus mehrere Lupen auf dem unteren Bildschirm angezeigt. Voll cooles neues Feature. Wenn an einem bestimmten Ort ermittelt werden muss, wird dies mit einem Häkchen angezeigt. Behalte daher die Lupen und Häkchen auf dem unteren Bildschirm im Auge, wenn du auf der Jagd nach Hinweisen bist. Oh ja, los. So, wollen wir erstmal Schnurrbart wieder? Der hat ein Rätsel. Schnurrbart. Okay. Blop.
Den mache ich. Aber natürlich. Normalerweise haben die doch immer Ausrufezeichen, wenn die mögen. Jetzt haben sie Fragezeichen. Ist aber dumm. Hatten die das nicht im ersten Teil auch? Fragezeichen? Nee, im ersten Teil hatte jeder ein Ausrufezeichen. Egal, ob er ein Rätsel oder nicht hatte. Na, wie lange ist es her? Was meinen Sie? Wie lange? Es tut mir leid, aber kennen wir uns? Vielleicht, wo ich ganz, ganz klein war, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir einander noch nie begegnet sind, Sir. Ach, das muss daran gelegen haben, dass ich nur immer jede Nacht durch ihr Fenster geschaut habe. Dass ich eine Maske aufhatte. Uns kennen in gewisser Weise schon, in gewisser Weise nicht. Ich glaube, sein Schnurrbart ist etwas zu dicht. Menschen sind wie Blätter, die einen Fluss hinuntertreiben. Manchmal begegnen sie einander, mal driften sie wieder auseinander. Aber dann muss er ja schon mittlerweile auch weiße Haare haben. Ja, eigentlich. Obwohl, Schnurrbart war ja schon relativ alt, als Nein, die nicht sich... so alt. Also Herschel müsste mittlerweile schon wenigstens ein bisschen Silber. Ein bisschen was müsste er haben. Ja, aber er hat einen Hut auf, also er könnte theoretisch darunter eine Glatze haben und es würde keiner merken. Ja! Nee, warum? Von hinten sieht man das. Ja, dann wird er halt nur von vorne gezeigt. Ja, ja. Fertig. Ganz einfacher Filmtrick. Okay, komm. Da kann ich Ihnen nicht ganz folgen, fürchte ich. Ihnen ist aber nicht zufällig gestern Nacht etwas am Elizabeth Tower aufgefallen, oder? Ich träumte bereits süß, als gestern Nacht die Nacht anbrach. Sie gehen also früh Sie gehen wohl früh schlafen, hm? Dann haben Sie bestimmt nichts gesehen. Mehr wollten Sie nicht? Ich sage Ihnen mal was. Wie wäre es mit einem kleinen Rätsel, um den Kopf in Gang zu bringen? Potzblitz, ein Rätsel? Die Welt steckt voller Rätsel, Ernest. Manchmal kommen während einer Ermittlung Leute mit Rätsel an, die wir für sie lösen sollen. Das gehört alles dazu. Mal sehen, mit was für einem Rätsel wir es hier zu tun haben. Wenn das mal in der echten Welt so wäre. Rätsel Nummer 2. Zahn der Zeit. Hey, das wäre jetzt voll unfair. Da, guck mal. Ich bin noch nicht mal fertig. Also wir müssen uns mal unbedingt was... Wir müssen uns was einfallen lassen, dass du nicht so einfach vor... Ich hab hier noch Sachen zu tun und das wäre gemein. Na, wir lesen ja erstmal dann vor, wie das Rätsel funktioniert. Genau. Wenn ein Rätsel kommt, was wir noch nicht kennen. Also, und dann sagen wir, auf die Plätze werde ich los. Jetzt war jetzt nur... Ja, okay. So macht man das. Yay! Okay. Und wir gucken natürlich nicht auf diesen Bildschirm da. Ja. Und dem anderen. Also, das wäre gemein, glaube ich. Da sind wir, glaube ich, beide einfach. Wir sind sehr fair. Ja. Du warst gerade eben sehr fair, ja. Ich bin fair. Ich habe gewonnen einfach. Fertig. Du bist fair-räterisch. Nein, Quatsch. Nein, bist du nicht. Keine Sorge. Und zum Glück seht ihr nicht, wie sehr sie gerade den Mund offen hat. Ungefähr. Das war doch nur ein Spaß. Mund wieder zu. Ja. Merke ich mir. Höchste Zeit. Du musst die Uhr überhaupt nicht berühren, sondern nur warten, bis es Mitternacht wurde. Wir können es ja so machen, du liest den Text vor und danach klicken wir ihn weg. So. Ja. Also, und ich mache immer die Rätsel-Endtexte, so wie es mit Marc, glaube ich, auch immer war. Sehr eindrucksvoll. Wollen wir mal hoffen, dass Sie alle Rätsel, denen Sie sich stellen, genauso überzeugend lösen können. Natürlich. So, jetzt müssen wir den Typen nochmal. Den. Wie heißt der hier wohl? Ich finde den so gruselig. Ja. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Hätten Sie kurz Zeit, um ein paar Fragen zu beantworten? Ich hätte eher so gedacht. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Soll ich ihn sprechen wie Stitch? Stimmt gar nicht. Das war die Stitch. Stitch ist süß. Aber der klang jetzt wie Stitch aus Lilo und Stitch. Das stimmt gar nicht. Okay, na gut.
Ich untersuche das höchst ungewöhnliche Verschwinden des Stundenzeigers vom Big Ben, wissen Sie? Und das ist übrigens Samuel Sniffer. Werden wir ja gleich sehen. Nicht spoilern. Ich weiß, das stand da schon. Und ist kein Spoiler, keine Sorge. Also soll ich ihn so sprechen? So, ja, irgendwie? Ja. Also hat einer von Ihnen letzte Nacht irgendwas hier in der Gegend gesehen? Zum Beispiel eine oder mehrere Personen, Ed, die einen mit sich führten? Einen verschwundenen Stundenzeiger wahrscheinlich. Ja. Ah, das ist doof. Warum ist das Ed da drin und warum ist dann der Rest... Ich habe doch die Datei so eingefügt wie... Naja, vielleicht ist es so eine... Also es wird eventuell zu manchmal zu solchen kleinen Sachen führen, aber ich hoffe seltener. Mensch, er kommt aber auch gleich zur Sache, was? Hoffentlich gleich auch mit mir. Er stellt genau die Fragen, die ich ihm gerade stellen wollte. Oh, wo sind nur meine Manieren? Moment. Wie habe ich den? So, oder? Ja. Entschuldigung, ich heiße Samuel Sniffer. Aber alle hier nennen mich bloß Sam. Ich bin Reporter bei den London Times, wissen Sie? Oh, schau einer an. Ich persönlich halte die London Times für die beste Zeitung der Stadt. Viel besser als die Bild-Zeitung, die es hier gar nicht gibt. Aber die Sun ist ja auch noch da. Und die ist genauso schlimm wie die Bild-Zeitung. Oder schlimmer. Ohoho, zu freundlich, Junge. Aber ich habe es mir tatsächlich zur Aufgabe gemacht, den schmutzigsten Schmutz auszugraben und das übelste Übel aufzudecken. Und momentan ermittle ich gerade, wie schon erwähnt, im Verschwinden dieses Zeigers vom Big Ben. Zufälligerweise stellen wir gerade in der gleichen Sache Ermittlungen an. Vielleicht können Sie uns ja verraten, was Sie in Erfahrung gebracht haben. Entschuldigung, Ermittlungen, sagten Sie? Das ist aber ein ganz schön großes Wort, sehr gelassen ausgesprochen. Ich muss gestehen, Sie sehen mir gar nicht wie Detektive aus. Wenn ich raten müsste, hätte ich Sie für ein junges Pärchen gehalten, das an diesem herrlichen Morgen einen kleinen Spaziergang mit seinem süßen Hündchen macht. Wie und ein Pärchen? Nein, bitte nicht. Ja, bitte nicht. Nun, ich bin Detektivin. Haben Sie denn noch nie von der Detektei Layton gehört? So, Layton? Mir ist natürlich der berühmte Professor Layton bekannt. Aber ich wusste nicht, dass er eine Detektei oder gar Angestellte hat. Immer wieder schön, wenn man feststellt, dass man sich auf völlig Unbekannten, auf jemanden völlig Unbekannten eingelassen hat. Das schafft echt Vertrauen. Oh, was für ein Tiefschlag. Wobei ich es auch nicht anders erwartet hatte. Keine Sorge, Miss Layton. Du wirst schon früh genug berühmt werden. Da bin ich mir ganz sicher. Wie dem auch sei. Ich war gestern den ganzen Abend im Büro und habe an meinem neuesten Artikel geschrieben. Da hatte ich kein Auge auf den Big Ben. Und ich muss wohl leider gestehen, dass meine eigenen Ermittlungen gerade erst in Gang kommen. Na, ich habe daher derzeit nichts Wesentliches beizutragen. Der war's. Der Typ ist mehr so Axel Springer, genau. Der war's. Nein, der war's bestimmt noch nicht. Doch. Nein. Ach, warum? Warum sollte der ermitteln in dem Fall, wenn er was geklaut hat? Um gucken, ob es Beweise gibt. Okay, wäre möglich. Aber ich finde trotzdem, also da bräuchte ich mehr Hinweise, um das zu glauben. Ich verstehe. Trotzdem vielen Dank. Ich wünsche Ihnen für Ihre laufenden Ermittlungsbemühungen nur das Allerbeste. Gleichfalls, Sir. Viel Erfolg auch bei Ihnen. Zeiger Zwischenfall am Big Ben. Kleinkriminalität oder internationale Verschwörung. In ganz Großbritannien schrillen die Alarmglocken. Ja, klingt nach so einer richtigen Bildüberschrift. Bloß zu lang. Zeigerterror in London. Oder sowas. Ja. Ja. Haha, solche Geschichten schreiben sich quasi von allein. Ach, das wird ein Knaller. Das stimmt wohl. Wenn wir diesen Fall nicht lösen, bevor diese Geschichte rauskommt, wird die Klatschpresse ordentlich was zu berichten haben. Da hast du recht. Wir müssen mit unserer Ermittlung vorankommen. Ich glaube, Sherl hat meistens die Sätze, die aus dem Rahmen fallen. Ja. Ist mir mal aufgefallen. Plot Twist, der Zeiger war nie weg. Wer weiß. Glaube ich auch.
tatsächlich. Vielleicht ist er hinter den... Das glaube ich eben. Dass er dort eingeklemmt war. Nein, ich glaube nicht da. Ich glaube schon, dass das jemand gemacht hat. Aktiv. Ja, aber ich meine, dass jemand den halt hinter dem Minutenzeiger gepackt hat. Aber dann müsste er ihn damit ja auch verbunden haben, weil sonst würde der nicht mitgehen. Na wieso? Man müsste ja nur... Der würde ja dann weiter langsam bleiben, ja, und irgendwann geht er... an dem Uhrwerk irgendwie austricksen, so? Und das wäre wahrscheinlich verpackt in ein Rätsel. Naja, weiter. Ja. Wir haben hier alles ermittelt, was es zu ermitteln gab. Ich würde vorschlagen, wir bewegen uns in Richtung des Turms. Tutorial. Endlich zum Schauplatz des Verbrechens. Ich muss gestehen, das ist schon ziemlich aufregend. Ah, ich muss wohl kurz erklären, nein, muss ich nicht. Nein. Ich weiß. Orange blinkend, ja, Information. Also die Textboxen sind auch alle richtig korrekt. Das ist ja alles auch Bug-Testing. Ja. Hey, mach meinen 3DS nicht kaputt. Mach ich gar nicht. Weiß ich. Keine Sorge. Sieht gut aus. Bis auf den Staub, der drauf ist, aber das ist meine Schuld. Es sieht ganz so aus, als könnten wir durch diesen Eingang dort in den Elizabeth Tower. Na dann lasst uns mal da drüber gehen und nachschauen, was wir herausfinden können. Ja, los! Bling!